Aber wir fangen mal mit den Bayer an. Das ist der Monatschart. Eine Kerze, ein Monat. Und diesen Trendkanal, den habe ich, glaube ich, das erste Mal erwähnt, irgendwo hier. Das muss gewesen sein 2020, also vor rund 3 Jahren. Und mit diesem Trendkanal befassen die sich wirklich jetzt hier schon seit 2017. 2016 haben sie Monsanto übernommen und 2018 abgewickelt. Und seitdem ist der Kurs hier doch heftigst gefallen. Jetzt passiert Folgendes. Wir waren, deswegen guck ich ganz gern drauf, wir waren an der 200-Monats-Linie. Das war im Mai 2022, so um die 67 rum. Die sind wir noch am Steigen. Aber wir befinden uns jetzt im Ansatz oder wir treffen gerade eben wieder diesen Kanal hier. Von oben setzen wir da auf. Von der Technik her sind wir weiter negativ über das MACD. Und wir gelten schon als sehr, sehr tief über die Stochastik. Wenn dieser Doppelboden hier bei rund 40, auch ein bisschen drunter, 39, 80, nicht hält, hätten Sie im Prinzip noch Platz hier bis zu 35. Diese 35 hat seit 2006 immer wieder eine Rolle gespielt. Und das ist das, was mich interessiert. Die bringen Zahlen, und zwar am 8.11. war das nicht so? Ja, 8.11. vorbörslich. Wir sind all die Bayer oder insgesamt die Chemie sind also mit die größten, ich gehe mal auf die Woche, sind also mit die größten Energieverbraucher und das tut denen echt weh. Aber ich glaube, dass das seitens der Analysten hier ziemlich bekannt ist und dass von daher keine nennenswert negative Überraschung kommen sollte. Auf Wochensicht habe ich auch noch keine Stabilisierung und ich bin noch tiefer. Die Stochastik ist bei minus oder bei 2,36. Das ist also schon, das ist richtig, richtig tief. Wenn ich das immer so vergleiche, da waren sie einmal am 3.10. waren sie da, das ist hier, am 3.10.22 waren sie da. Und haben sie auch mal so eine Bewegung gemacht. Ich denke, jetzt komme ich mal hier auf den Tag, dass die so ganz langsam sich mal vorbereiten. Die letzte Bewegung kommt jetzt hier von 51 runter, sind also auch mal 11 Euro gewesen, dass die diesen Trend hier auch mal als ein Sprungbrett benutzen können für eine kurze, schnelle Bewegung nach oben, der durchaus ans obere Band rangehen kann, an die 45,79. Auf Tagessicht habe ich auch noch kein Kaufsignal, aber ich habe hier eine Unterstützung über den Trendfolger. Und der Oszillator ist jetzt hier bei 12. Also ich will das unbedingt auf der Watchlist haben und ich bin auch bereit, hier schon das, was ich immer wieder Schnüffelstücke nenne, zu machen. Also auf gar keinen Fall hier mit 100% in eine Position rein. Das würde ich niemals machen, denn das eigentliche Kaufsignal kommt erst hier über der 45 mit Überbieten von diesem kleinen Zwischenhoch aus dem Oktober vom 11.10. Dann wird es deutlicher, klarer, besser. Mit einem Ziel irgendwo hier in dem Bereich erstmal 49, aber dann auch deutlich höher. Ich würde mich nicht an der Dividende orientieren, die sie letztes Jahr gezahlt hatten. Aber Bayer hat verglichen mit BASF halt nach wie vor die Story, wenn die sich mal mit dieser ganzen Glyphosat-Geschichte einigen, dass sie die Rückstellung irgendwie benutzen können, das würde dem Aktienkurs unbedingt helfen. Jetzt haben sie letzte Woche nach 9 Siegen einen Verlust gehabt. Irgendwo in Amerika wurden sie verdonnert, 175 Millionen Euro an einen Mann zu zahlen, der vorgibt, an Glyphosat sich Krebs geholt zu haben. Dagegen gehen sie natürlich vor, so wie sie das bei diversen anderen Gerichtsgeschichten gemacht haben, gehen sie natürlich vor und sehen da also auch eine gute Chance, um das deutlicher zu reduzieren. Also wie gesagt, 9-mal haben sie gewonnen, jetzt haben sie einmal verloren. Bin ich gespannt, wie das ausgeht. Aber ich glaube, das geht langsam zur Neige, diese ganzen Gerichtsurteile. Ich weiß nicht, wie viele Staaten die da jetzt schon durch haben. Aber das hat schon so eine gewisse Signalwirkung dahingehend, dass irgendwo, ich weiß nicht, 12, 13, 14 Gerichtsurteile, dass das irgendwann ein Ende ist. Angeblich, wenn ich es irgendwo richtig gelesen habe, sind es 40.000 Klagen gewesen. Das ist schon eine Menge Holz. Ja, also Monsanto ist teuer. Möchte ich wissen, was die Anwälte da verdienen. Wie gesagt, unbedingt auf die Watchlist und ich habe diesen Schein dafür gefunden. Der ist von der UBS. Das ist ein 34,84er Turbo Open End. Der hat momentan einen Hebel von 7 bezogen auf die Kurse Freitagabend.
7 finde ich jetzt nicht so besonders toll, aber ja, es reicht für eine Einstiegsposition. Wie gesagt, hier wird es also deutlicher über der 45, 45,5. Da wird es griffiger. Aber zumindest mal anfangen, also unbedingt auf die Watchlist anfangen, mal so ein Schnüffelstück zu kaufen, mal zu gucken, wie die sich jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 4 Wochen hier behaupten. Jetzt gehen wir mal zu Lufthansa. So, und das hier ist der Chart von der Lufthansa, auch auf Monatssicht. Die Lufthansa bringt Zahlen, das war glaube ich am 2.11., das müssen wir schauen. Die sind am 2.11. vorbörslich, bringen die Zahlen zum dritten Quartal. Hat viel verloren, setzen aber auch die 380er wieder ein. Ich versuche da auch gerade einen Flug zu kriegen. Ja, die sind also wirklich richtig teuer verglichen, auch mit der Konkurrenz wie Katar oder Emirates. Ich finde sie schon teuer. Ja gut, aber der Preis eines Dinges ist der, den es einbringt. Ja, wenn die Leute es bezahlen, ist gut. Was mir hier auf Monatssicht direkt ins Auge sticht, ist dieser ganze Bereich hier um die 5,30. Sind wir noch ein bisschen von weg? 5,30 scheint eine sehr gute Unterstützung zu sein. Wir sind noch immer negativ über den Trendfolger und wir sind weiterhin nach unten gerichtet auf Monatssicht über den Oszillator. Aber der wird jetzt wann haben wir den Monatsanfang? Am Mittwoch wird der nochmal hier so einen Schwung nach unten kriegen. Auf Wochensicht, das ist wirklich so sieht man eine Akzeleration. So langsam runter, langsam, langsam und dann geben sie Gas. Das sieht man ganz häufig. Was mir auch hier auffällt, ist dieser Bereich hier 6,40. Da sind sie das letzte Mal drüber gegangen. Schön gefallen, hoch, runter, hoch, runter. Und dann hier über diesen Bereich drüber, 6,48. Das macht mir grundsätzlich erstmal ein bisschen Hoffnung. Vor allen Dingen, nachdem sie diesen langen Weg schon hinter sich haben. Auch hier Energiekosten bestimmt sehr hoch, keine Frage. Der Oszillator, das ist eine ganz fiese Sache. Ich gucke da sehr gerne drauf und ich sage, unter 20 muss ich es kaufen. Das hat aber hier zweimal richtig böse Fuler gegeben. Deswegen hat er also auch keine 100% Trefferquote. Aber wir sind jetzt hier seit, wann ist denn das? Mai diesen Jahres gelten wir mehr oder weniger als überverkauft. Super tief hier unten. Und hier ist sogar der erste Stabilisierungsansatz auf Wochensicht. Für mich ist das hier kein Doji. Wir sind am unteren Band. Also auf Wochensicht ja nicht so besonders toll. Was mir aufgefallen ist in der letzten Woche, da haben die jetzt hier so eine Art Boden gemacht. Was ich nicht verstanden habe, war das hier. Das hatte ich in irgendeinem Film in den letzten Tagen auch schon mal erwähnt. Die waren morgens um kurz vor 9 und auch um 9 waren die bei 6, ich glaube sogar 86. Und verlieren dann innerhalb von einer halben Stunde mit gar nicht so wilden Umsätzen runter bis auf 6,53. Zack, klatsch, runter. Um dann in der nächsten halben, dreiviertel Stunde wieder auf die 6,73 zu steigen. Das habe ich nicht verstanden, was da war. Als ob einer irgendeine Nachricht falsch interpretiert hat und gesagt, wir hauen alles raus. Sehr merkwürdig. Wie dem auch sei, hier meine ich, einen Boden zu erkennen. Ich habe schon welche gekauft, das muss ich dazu sagen. In Aktien und auch in Optionsscheinen, also respektive in Turbos, habe ich schon welche gekauft, auch relativ weit weg. Den, den ich nenne hier, Lufthansa, ist ein 4,92er. Da sind wir also, ich mal hier weiter, da sind wir also hier unter diesem ganzen Lobbereich, den ich als beachtenswert finde. 4,92, das ist die UH3902. Das war ein Hammer am, wann war denn das? Das ist Freitag, Donnerstag, am Montag hier. Das ist ein Hammer, der gilt auch noch. Der ist hier immer, das ist auch ein Hammer hier. Der war sogar noch ein bisschen tiefer, also minimal tiefer als der. Wir haben hier ein zaghaftes Pflänzchen eines Kaufsignales und wir haben auch hier auf Tagessicht eine Unterstützung. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die Lufthansa ist so eine Aktie, die da mal ganz schnell ihre 5 bis 10% machen kann. Wie gesagt, hier habe ich schon welche. Wirklich besser werden sie erst hier über der 7,56, das da, wo das obere Band liegt und das Zwischenhoch von Anfang Oktober. Aber ich habe da jetzt schon welche, weil ich denke, sie sind da unten relativ gut abgesichert. Ich mag die eigentlich ganz gern. Dieser Schein hier, dieser Turbo oder dieses Zertifikat hat im Moment einen Hebel von 3,6.
Ich glaube einfach, dass ich so eine Position dann auch länger handeln will. Ich kann mir die Aktie kaufen, aber ich kann mir auch so eine Geschichte kaufen wie oder zum Beispiel Mini Future. In dem Zusammenhang, ich habe festgestellt, die Scheine, die ich bisher genannt habe und die, die ich weiter nennen werde, sind von der UBS. Da war ich ganz überrascht. Allesamt von der UBS. Da bin ich auf die Seite und ich suche ja immer nach neuen Informationsquellen und die haben das hier gemacht. Wenn man bei der UBS auf die Homepage geht auf Newsletter, geht auf Daily Trader, kommt hier jeden Tag ein Film und zwar nicht über den DAX, sondern über Einzelwerte. Das macht irgendeine Birgit, die hat eine sehr angenehme Stimme und von diesen insgesamt 4 Minuten sind hier hinten 20 Sekunden und hier vorne 40 Sekunden dieses ganze Rechtszeug. Das heißt, es reduziert sich auf 3 Minuten. Also die machen das gut. Das ist irgendeine Firma aus Rosenheim. Ich kenne die nicht. Ich kenne weder die Frau noch die Firma. Aber das machen die ganz gut. Das ist nur für Einzelwerte, weil für den DAX gibt es täglich, ich weiß nicht wie viel, 100 Analysen. Die kriegt man letztendlich an jeder Frittenbude. Aber das ist jetzt hier mal für Einzelaktien. Gefällt mir gut. Es ist wirklich auch sehr angenehm dazu zu hören und ist morgens recht früh drin. Also über die Seite, also wie heißt denn überhaupt? Zertifikate.ubs.com. Und dann hier auf Newsletter und Daily Trader. Kann man auf jeden Fall sich mal anschauen. So, was haben wir denn jetzt noch? LVMH. So, das hier sind die LVMH, eine der stabilsten Aktien in den letzten Jahren. Das ist jetzt nochmal der Chart. Ich kann mal einfach mal weiter runtergehen. Das ist jetzt hier von 2008. Da standen die bei 38. Und der Spitze waren die bei 903, glaube ich. So, gucken wir mal hier auf den Monatschart. Die Fibos werde ich gleich erklären, weil was mir da aufgefallen ist, ich bin jetzt kein Kunde von LVMH, ich war da einmal drin im Laden. Ich habe erwartet, dass da so, ich sag mal, 50, 60-Jährige sind und die Damen holen sich dann die Handtaschen, ja, Pustekuchen. Also hier in München ist es zumindest so, das sind, sagen wir mal, 25-Jährige bis 30-Jährige. Da war ich ganz überrascht, ja. Und dann habe ich gesagt, was kosten hier was? Und dann, ihr kennt bestimmt noch die Welthölzer, diese kleinen Matchbox-Dinger da, die Streichhölzer. Da gibt es also so eine Art Klammer dafür, die kostet, glaube ich, 600 Euro, weil LVMH irgendwo draufsteht. Ja, sorry, das ist für mich ist das ein Stück bedruckte Kuh. Aber LVMH ist halt riesig. Die haben so viel. Und der Arno, der hat den Laden wirklich gut im Griff, muss man schon sagen. Sein Sohn macht jetzt, soweit ich weiß, Tag heuer. Und da muss er mal gucken. Ne? Aber es ist Familienunternehmen gut geführt. Und er hat auch neulich mal ein paar Aktien gekauft. So, hier haben wir jetzt LVMH. Folgendes, dass die gesamte Bewegung, die sie hier hatten, von hier hinten, die haben sie technisch jetzt schon komplett abgebaut. Ja, das ist, also hier ist es noch nicht positiv, hier ist auch noch kein Stabilisierungsansatz, aber jetzt kommt der Monat dazu. Komplett abgebaut. Also so eine riesen, gigantische Bewegung hier. Einfach abgebaut. Und da kann ich jetzt hier schon eins zeigen, die grauen Fibo-Retracements, die kommen von hier, vom 2.3.2020, also vom März 2020. Die laufen dann hier hoch und da sind wir hier schon auf dem 38er haben wir jetzt aufgesetzt. Ja, das ist also das, was ich mal Atmen nenne. Das ist grundsätzlich erstmal völlig in Ordnung, dass die mal fallen von 900 auf 650 ist in Ordnung, was mich neulich irritiert hat, jetzt gehe ich schon mal auf die Woche, ist, die haben Zahlen gegeben und die Zahlen an sich, ich fand die das knallermäßig, was die umsetzen. Die kamen irgendwie nur auf 19,6 Milliarden, erwartet wurden 20,1 und daraufhin hat der Wert danach börslich, ich glaube, 70 Euro verloren. Das fand ich ein bisschen viel, ein bisschen übertrieben. Wie auch immer, wir haben hier, jetzt kommen die blauen Linien dazu. Das sind die Fibos vom 13.06.22, also ganz grob 15 Monate, auch bis zum Hoch. Und da setzen wir auf dem 61er. Das heißt, dieser ganze Bereich hier zwischen 655 und 675 ist eine Unterstützungszone, auch bestätigt durch den Chart hier. Das finde ich schon mal interessant. Wir haben über die Wochensicht eine Stabilisierung über den Trendfolger und noch kein Kaufsignal über die Stochastik, aber auch das hier ist was für Schnüffelstücke. Da kann man mal die ersten schon mal nehmen. Ich habe da keine Position. Ich werde sie aber aufmachen. Ich spiele da ab und zu mal mit rum, weil wenn der LVMH mal steigt, dann machen die das auch gleich um 30, 40 Euro und das ist wirklich ganz interessant. Wir haben also hier diesen fetten Downtrend, der hier kommt von 892. Das war am Mitte Juli.
Und ja, die setzen natürlich in China und alles weniger um. Zahlen haben sie gebracht, aber das vierte Quartal ist für die eigentlich meistens ziemlich gut wegen Weihnachten im ganzen Zeug. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr so einen Laden bei euch in der Nähe habt, ob da schon die Schlangen davor stehen. Also ich finde zumindest, dass diese ganze Bewegung hier richtig schön treppenartig runter, 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 jetzt hier anfängt sich zu stabilisieren, so um den Bereich 655. Wir sind neutral über die Stochastik, wir sind neutral Tagessicht und wir sind neutral über das MACD. Ich habe mir da den Schein jetzt rausgesucht und da werde ich also auch meine ersten Schnüffelstücke machen. Das ist ein 565er Turbo Open End, die UH 0S34. 565, da sind wir also irgendwo noch hier außerhalb des Charts, das ist dann hier unten irgendwo. Der hat im Moment einen Hebel von 6,5. Das ist also der, statt dass ich mir die Aktie kaufe, bei dem ich mir dann Schnüffelstücke reinhole. Gefällt mir eigentlich ganz gut, ist wie gesagt jetzt auch noch kein frisches Kaufsignal. Das kommt, wenn wir hier diesen Bereich über die 684, da möchte ich lieber sagen, da ist nämlich gleichzeitig auch die 20-Tage-Linie, das Mini-Zwischenhoch, sagen wir mal, ab 690 ist der Wert freier. Zunächst mal mit einem Schließen des Gaps, das war hier bei 732, aber durchaus auch hier bis zu 760. Wie gesagt, eine LVMH, wenn sie geht, dann macht ihr auch ihre Strecke. Finde ich eigentlich ganz gut. Ist auf jeden Fall mal ein Hingucker wert. Was haben wir denn jetzt noch? Jetzt kommt MTU. So, und das sind hier die MTU auf Monatssicht. Die haben ja Zahlen gebracht. Und jetzt mal ganz kurz hier zu den Kommentaren dazu. Zahlen zum dritten Quartal im Rahmen der Erwartungen. Analysten heben weiter die Daumen, legen leicht zu, zuversichtlich bei Triebwerksproblemen. Die hatten also das Problem, das sieht man dann hier. Und da haben sie auch ziemlich heftig verloren mit einer Pulverbeschichtung für irgendwas. Kostet die 1 Milliarde. Aber jetzt kommen auch schon wieder die ersten Kaufempfehlungen dafür. Und ich denke, dass so Firmen wie Airbus, MTU, Rheinmetall, Hensoldt, ja, jetzt kommt mir nicht mit Börse und Moral, das könnt ihr vergessen, das passt nicht zusammen. Die haben Auftragsbücher, die sind für die nächsten Jahre, die müssen Leute einstellen. Ja, so viel haben die. Und deswegen glaube ich, dass man hier diesen Bereich um die 148, und da habe ich auch den Schein ausgesucht, ist für mich eine Unterstützung. Wir haben hier auf Monatssicht, das geht auch nicht anders, aufgrund von dieser fetten Kerze hier im September, haben wir immer noch eine komplette Ausverkaufsstimmung. Aber wenn man das dann weiter sieht, über Woche, hier gibt es schon das erste Kaufsignal, kommt schon rein und nicht ganz, jetzt bei 19. Hier stabilisiert es sich sowohl auf traditionelle als auch moderne Sichtweise. Die Bänder, die sehr stark aufgegangen sind, das obere geht runter. Wir hatten hier schon eine schöne Bewegung bis 185, das war am Freitag, meine ich, oder war das Donnerstag? Also ich glaube, dass dieser Bereich hier halten sollte. Und jetzt gehen wir auf den Tag. So, das ist der Tag. So ist das, wenn die Bänder dann zusammengehen. Ja, also oftmals ist es so. Ja, die gehen nach oben auf, die gehen nach unten auf. Das war die Geschichte mit dem Pulver. Und es ist natürlich super dämlich, wenn man die dann da halt hat und dann knallen die dann dementsprechend direkt mal 40 Euro vor oder 50 Euro vor allem runter. Dann gehen sie weiter runter. Das Band ändert sich und dann kommt meistens Unterstützung oder sagt zumindest, dass das Momentum dieser Bewegung hier erstmal vorbei ist. Und dann, ob sie dann seitwärts gehen oder korrektiv, das kann man nicht sagen. Aber ich finde, die bauen hier insgesamt einen schönen Boden. Das wäre für mich definitiv kein Short, auch wenn sie hier schon leicht als Überkauf gelten. Der Schein, den ich da ausgesucht habe, ist dieser hier. Der Schein. Ich sage mal der Schein. Es tut mir leid, das ist das Zertifikat. Das ist ein K.O. mit der Basis 149,65. Da sind wir also hier drunter, unter dieser Linie. Das ist auf jeden Fall mal ein Schnüffelstück wert. Mal ein bisschen beobachten. Die können, nachdem sie jetzt hier mal ein bisschen deutlicher gestiegen sind, das waren auch immerhin 25 Euro, die dürfen nochmal runter auf die 20-Tage-Linie. Hier so eine 167. Aber da möchte ich gerne auch was haben, weil ich glaube einfach, dass es, ich möchte nicht sagen, eine Zukunftsindustrie, aber wie gesagt, die haben einfach fette Auftragsbücher. Um den Fortbestand von der Firma mache ich mir keine Sorgen. So, das war's erstmal. Und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.